Hallöchen und herzlich willkommen hier bei Game Story und zu einer weiteren Folge der Geschichte der Videospiele im Jahre 1979. Und ja, ich habe wieder ein Säckelchen voller Spiele dabei. Ach, was ist denn jetzt schon wieder los? Jetzt will da schon wieder OBS nicht mehr. OBS schon, aber. Ach, das ist wieder ein kurz. Und ich muss es nicht mehr erwähnen, dass ihr es schon wisst, dass jetzt ein Spiel kommt, das ich euch zeigen kann. Ich tue es trotzdem, wie man gerade sieht. Warum auch nicht? Da haben wir schon Chuck. Also irgendwie. Ah, jetzt hat er sich doch wieder, jetzt hat er sich entschieden hochzuziehen. Naja, mal schauen, hoffentlich geht's einfach weiter. So. Ah ne, warte erstmal. Müssen wir die Kassette laden und dann geht's los. Ja, wunderschöner Sound. Wir haben hier Mini Crossword. Das ist ein Kreuzworträtselspiel für einen Spieler für den Atari 8-Bit. Kreuzer zu rätseln wird zufällig generiert und der Spieler versucht, einfache Hinweise zu beantworten, um die fehlenden Wörter im Rätsel zu ergänzen. Für jede richtige Antwort erhält der Spieler einen Punkt, für jede falsche Antwort verliert ihr 0,25 Punkte. Da das Ganze natürlich Englisch ist, macht es nicht gerade einfacher. Wir werden einfach versuchen, vielleicht das ein oder andere Wörtchen hier zu lösen oder auch nicht. Aktuell erstellt er gerade noch das Ganze. Oh. Bei Vollbild wird es grau. Warum das denn? Okay, dann bleiben wir lieber so. Ich meine, ich sehe oben das Ding, ihr seht nichts, aber ist ja nur halb schlimm. Ich glaube, er versucht ganz, ganz dringend irgendwie 15 Wörter oder so zu machen. Ich glaube, er hat sie. Ja, nö, er macht noch mehr. Okay, auch gut. Also wir haben hier mit der 1 und mit dem K nach unten ein sehr langes Wort. Auch bei C ist auch noch so ein langes dabei. Es scheint zumindest lustigerweise, dass auf der waagrechten Seite es immer nur maximal 3 sein können. Zumindest sieht es danach aus. Also bis auf ganz oben natürlich, aber ansonsten nur immer 3 Buchstaben. Alter.
Wenn du nichts mehr findest, lass es doch einfach bei 17. Oder müssen es unbedingt 20 sein? Oder was willst du denn erreichen? Das Warten auf ein Kreuzworträtsel, wie spannend. Oh, er ist fertig. Wir können loslegen. Wunderschön. Dann nehmen wir mal gleich mal 1a. Accountable. Ja, wundervoll. Also, es muss ja ein langes Wort sein. Ja, Verantwortung. Administrative vielleicht? Oh Gottes Willen. Administrative. Das könnte sogar passen. Versuchen wir es. Was? Hä? Ich hab. Warum? Hä? Warte mal. Was soll das denn jetzt? Ach, geht's nur um den Buchstaben? Dann ist es schon anscheinend falsch, weil A gibt er mir nicht. Okay, versuchen wir es mal mit 3a. Klangor, was? Klangor? Was ist denn ein Kl was? Was ist denn ein Klangor? Klang. Aha, okay. Klang. Wie, keine Ahnung. Ich weiß ja gar nicht, was er jetzt von mir verlangt. Will er jetzt wissen, was ein anderes Wort für Klang ist? Oder will er ein Klangwort haben? Oh, die ist sogar dabei. Okay, die. Okay, ein O nicht. E3. 3. 3E? Ah. Das sind so wunderschöne Hinweise. Schwach. Ja, dann würde ich. Aber es ist ja bloß ein 3. Das könnte bloß 3. Buchstaben sein. Also Week würde nicht passen, weil dafür ist es zu kurz, zu lang. Ich habe keine drei Buchstaben für das Ganze. Ja, W ist nicht dabei. Was genau wollt ihr von mir? Ach, drei. Ein Löwe. Mit drei Buchstaben? Ein Löwe mit drei Buchstaben. Gab's bei König der Löwen einen Löwen mit drei Buchstaben? Ein Löwe. Ich habe keine Ahnung. Ja, warte mal. Was? Warum ist es das falsch gewesen? Hä?
Ich bin mit LE bin ich schon dabei tatsächlich. Ich dachte, das wäre Lev, weil Lev der männliche Vorname für der Löwe ist tatsächlich. Aber anscheinend, weil also es ist lateinisch, steht hier zumindest. Aber scheint nicht Lev zu sein. Was? Aber LE stimmt anscheinend, was? Ach, Leo vielleicht? Okay, das ist Althochdeutsch. Die haben Leo. Aber komm, das ist aber ein bisschen. Bisschen sehr alt. Sehr allgemein formuliert, dass du das dann herausfindest, so, dass es um den lateinischen Namen geht. Um den Namen an sich. Das ist ein bisschen. Okay. Naja, gut, wir haben ein Wort gefunden. Das ist schon mal gut. Not well. Nicht gut. Bad. Nein, natürlich nicht. Ja, das wäre das Erste, was mir sofort eingefallen wäre, aber not well scheint nicht bad zu sein. Vielleicht ill? Ja, krank. Okay. Wir kommen der Sache näher. Das ist schon mal gut. 5a. Insect Type, ein Insektentyp. Wie? Nee. Ist eine Biene ein Insekt? Ja, eigentlich schon. Ja, das ist ja wieder. Das kann so vieles sein. Insektentyp. Ja, das Problem ist halt auch noch ein englisches Wort dafür zu finden. Das ist das Problem. Wir haben quasi nur drei Wörter. Mal ganz davon abgesehen, dass es viel zu viele davon gibt. Ha! Hallöchen, Urkra. Nein, Urkra, wir haben bloß drei Wörter. Das ist ein bisschen zu viel. Wisst ihr auch gar nicht ein. Mit drei Buchstaben, wie was soll das für ein Insektentyp sein? Es gibt auch zu viele davon. Weiß nicht, ob es so viele gibt mit drei Buchstaben, aber. Ich mein, Beetle würde nicht passen. Was haben wir denn alles überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ach, vielleicht aber nur Bug eventuell. Nein. B. Ach, B war nicht dabei. Scheiße. Mach mal weiter. Ah, 5i. War auch so. Lauf, lachen. Nein, okay. Also H ist schon mal dabei. Nee, hier geht ja nicht. Das sind bloß drei Buchstaben.
Oh, nee. Also das A ist nicht dabei. Okay, HE. Also ist alles immer mit. Nee, nee. Ich gebe das bloß der Buchstaben aus. Zum Beispiel A1 ist ja das komplette Ding da nach unten. Also das hier, A1 ist ja das hier komplett. Also die weißen Dinger hier sind quasi die Buchstaben, die man braucht. Also, oder hier eben A oder 1a ist halt hier nach unten. Die waagerechten sind meistens tatsächlich nur 3. Ich gehe jetzt bloß die gerade durch, weil ich das dachte, das wäre einfacher. Haha. Aber ja. Also, He. Hey? Nein. Und wenn man halt einen Buchstaben falsch eingibt, dann ist er komplett falsch. Also ich weiß, dass es bei Love mit HE schon anfängt und ein drittes muss es noch sein, aber was? Ich weiß nicht. Sind HE erhalten? Ja, es beginnt mit. Also, wenn du einen Buchstaben falsch machst, dann ist es schon ganz falsch. Also, ich könnte jetzt prinzipiell natürlich bei jedem ersten Buchstaben ausprobieren. Also, ich weiß, dass HE schon am Anfang ist. Also, es geht nur Buchstabe für Buchstabe. Hallöchen, Lunak. Was ist denn? Ach, hey, ja, vielleicht auch nicht. Was? Das ist viel zu allgemein, um dann um zu wissen, was der jetzt von mir überhaupt verlangt, was er unter Lachen versteht. Hey. Hey. Das ist so dämlich. Lunak, ich habe nur drei Buchstaben und HE sind die ersten beiden davon, also fehlt mir noch ein Wort, ein Buchstabe. Und ich habe schon H probiert, ich habe schon A probiert, ich habe schon, weiß ich gar nicht, was habe ich schon probiert? Y habe ich schon probiert. Ja gut, vielleicht ist Y und Z vertauscht, aber ich glaube nicht. Ach egal. Leck mich da am Arsch, ey. 6C. Mode. Was? Möchtet ihr, dass ich davor was hinstelle? Ich glaube schon. Es sieht für mich so aus, als würde er irgendwie ein Buchstaben und dann zwei Mode wollen. Das
A? Okay, A ist dabei. A. Ich habe, glaube ich, zwei I noch gar nicht versucht. Fällt mir gerade auf. Ja, aber es ist ja ein E, Lunak. Es ist nur HE ist es schon. Ah. Mich doch am Arsch, ey. Was muss man mit 2E? Es ist mit 2E. He! Ha! Ja, he. He! Ja, okay, naja. Ah. G. Hard Water. Hartes Wasser. Dann ist es doch. Also hartes Wasser ist doch eher verkalkt oder ist es kalkhaltig? Aber das würde irgendwie nicht funktionieren, weil es ja bloß drei Buchstaben sind. Es hat viel Mineralien drin, aber was will er mir jetzt damit sagen? Was soll ich jetzt damit? Ach so, das kann natürlich sein. Stimmt. Aber würde man dann nicht eher, ja gut, man kann es aber, kaltes Wasser wäre wahrscheinlich da in dem Sinne eine bessere Wahl, aber naja, gut, ich möchte mich nicht beschweren. Cola Liquid. Ich trage mal den Müll noch runter, ja, viel Spaß dabei. Ja, aber was will er denn da jetzt von mir wissen? Ist Kohleverflüssigung, ist das für Öl? Nee, ist falsch. Also O ist schon mal nicht dabei, also kann es schon gar nicht sein. Ha. Was? Also, das ist so allgemein. Wie sollst du auf die Antwort kommen? Das ist doch nicht, eher nicht dein Ernst. Geht's da um das Endprodukt? Also, aber selbst wenn ich mich jetzt auch durch den Wikipedia-Eintrag durchgrabe, finde ich halt absolut nichts darüber. Es heißt, ja gut, es könnte Coal to Liquid könnte die Kurzfassung von CTL sein. Nee, auch nicht. Okay. Nein, okay. Ja, wieder drei Buchstaben. Was haben wir hier? Insect Type schon wieder? Hatten wir nicht schon? Wieder ist kein B. Wir haben zweimal Insektentyp und beiden Mal ist B nicht dabei. Was soll das denn? Kautschu. Mu? Oh mein Gott, ey, was sind das denn für? Ach, das nennt sich Kart. Ja. Keine Ahnung. Okay. Wir haben ein Viertel von den ganzen Dreier gelöst. Das ist okay. Versuchen wir es mal. Also mit den längeren Worten. Brilliant. Brillant.
Dann würde ich Genius fast sagen. Genius. Das passt aber nicht, glaube ich. Nee, G ist auch nicht dabei. Brilliant. Also wir suchen jetzt das Wort hier oben, glaube ich. A1. Nee, A1 müsste das sein, ja. Intelligent vielleicht, weil es würde von der Länge her vielleicht noch passen. Nein, auch nicht. Also wir suchen, glaube ich, jetzt dieses Wort hier, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und smart, clever ist zu kurz auf jeden Fall. Suchen wir das hier? Nee, A1 müsste das hier sein. Vielleicht geht's aber auch 2, 4, 6, 8, 10, 11. Vielleicht geht's aber auch hier um Nein, auch nicht. Oh. Ich meine, die fangen halt alle irgendwie mit denselben Buchstaben an. Also es ist, I ist nicht an erster Stelle. Was habe ich noch vergessen? G habe ich versucht. Exceptional. E hatte ich noch nicht. Auch nicht. Es ist super. O ist auch nicht dabei. Vielleicht Outstanding oder sowas, aber auch nicht. M? Remarkable. Oh! Nein, aber wir wissen, der erste Buchstabe ist ein R. Wir kommen jetzt schon mal voran. Der erste Buchstabe ist ein R. Also es zeigt dir nur an, wenn der erste Buchstabe stimmt. Also es zeigt halt immer Buchstabe für Buchstabe an, ob er stimmt. Also R ist drin, das E aber nicht. Ich habe keine Ahnung. Habe ich R nicht vorhin schon versucht? Also RE ist es nicht. Was ist denn mit... Es gibt keins mehr mit R. Das ist ein neuer Ansatz. Raw Diamond. Ja, ich dachte mir eben auch, dass es vielleicht eher in den Sinn geht, aber wird das nicht... Luna, kein E danach.
Ein E funktioniert nicht. Es muss ein anderer Buchstabe nach dem R kommen. Aber schreibt man Raw Diamond zusammen? Oh! Also, das A kommt als nächstes tatsächlich, aber das W wieder nicht mehr. Wir kommen irgendwie weiter, aber auch nicht ganz. Ist ja sehr schrecklich. Was ist das denn für ein Wort? Nein, kein M. Okay, versuchen wir es mal mit 1a. Das ist ja accountable. Das müsste dann 2, 4, 6, 7 Buchstaben haben. Da kommen wir nicht weiter. Und es müsste ja jetzt auch ein R am Anfang haben, auf jeden Fall. Ich habe aber, glaube ich. Nee, warte mal. Responsible, ja. Ach, dann war das doch das obere Wort. Entschuldigung. Okay, warte, dann haben wir nur 2, 4, 6, 7 Buchstaben bei 1a. Ja, 1 meine ich. Aber trotzdem, Ra für Brilliant. Ah, ich weiß vielleicht. Radiant. Bestrahlend. Ah, oh Gott! Okay, wir kommen voran. Es ging tatsächlich nicht um das Brillieren, sondern um das Brillant. Super geil. Versuchen wir es mal mit D. Ja, ich weiß, dass es, aber ich wusste jetzt nicht, ob A1 senkrecht oder waagrecht ist. Tut mir leid, dass ich das Spiel so nicht kenne. C1. Health Retreat. Oh, das ist ein langes Wort. 2, 4, 6, 8, 10 Buchstaben und es beginnt mit S. Jetzt musst du mir erstmal erklären, was ein Brillant mit Strahlung. Strahlend, Urkra. Strahlend. Nein, das C hat er mir nicht angenommen. Glaube ich. Bin mir ziemlich sicher, dass ich. Aber SAN hat funktioniert. Versuch's mal nochmal, aber ich glaube, nee, ich bin mir sicher, dass ich das C probiert habe, aber San funktioniert schon mal. San. Keine Ahnung.
Ich finde nur so, ja, das C nimmt er mir ja nicht an. Ich versuch's nochmal. Ich glaube, ja, nee, das C ist nicht dabei. Ich finde, ach da, nee, ist aber auch mit C. Ach. Es gibt hier, das C ist nicht dabei, was, aber San ist davon. Sanatoria. Ja. Nein, auch nicht. Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht. Was suchen die denn? Überall sehe ich bloß das Spa als Antwort, aber es ist ein bisschen kurz. Ah, warte mal. Hier. Sanitaria. Was? Was? Es war doch... Sanitär... Das... Ach so. Sanitär? Aber das I, glaube ich, war nicht mehr dabei. Sanit... Sanit... Sanitär... Wie viel habe ich denn jetzt schon? 2, 4, 6, 7. Es müssen noch drei Buchstaben sein. Sanitär. Aber das I war nicht nochmal dabei, glaube ich. Doch, Sanitary. Kein O. Oh. Sanitary. Nee, auch kein A. Sanitarium. Ja. Oh. Gott, das ist eine lange Geburt jetzt gewesen. Okay. Jetzt können wir versuchen. Klangor. Das ist dieses Wort hier. D.N. Oh, jetzt habe ich A geändert. D, ein Klang. Da, dann, nee, Don, de, de. Nein. Din. Ja, richtig. Okay. Dann haben wir 5a. Das ist Insektentyp Ant, würde ich mal behaupten, wenn man da schon mal fast dabei sind. Und die 7a. Oh, A7. Hä? 7a. Jetzt hat Coal Liquid. R. Gibt es das Wort Teer, also mit E geschrieben? Tu, Tier, Tor,
Tar. Da gibt es so viele, die wohl es sein könnten. Ballerst einfach alle Selbstlaute. Ja, dann kriege ich aber lauter Minuspunkte. Das ist nicht schön. Cool. Was? Tar. Jawohl. So. Dann haben wir. Machen wir mal das E1. Das ist ein O am Anfang. Plane. Mit O am Anfang. Das sind zu wenig Buchstaben, nur das müssen 2, 4, 6, 7 sein. Vier, sechs, Outwash. Nein, kein U dabei. Das ist echt. Scheiße. Ah. Ist das? Nein, das ist auch nicht. Ah. Also B ist auch nicht dabei. Ordinary. Oh, ich habe das O vergessen. Warte. Okay. Urkra. Ja, okay. A. Ö. A. 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 Ich weiß halt nicht, was er da von mir will. Also anscheinend ein Buchstabe, dann Leerzeichen, dann zwei Buchstaben und dann Mode. Ja, genau.
Ich finde, das ist so dämlich mit diesem Mode. Was will er denn von mir? Allah. Okay, warum auch nicht? G1. Ein halber Zirkel, ein Half Circle. Mit S beginnen, 10 Buchstaben und es sind ein paar, ist zwei I's drin und ein C ist auch noch mit dabei. Ein Halbkreis auf Englisch. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Wort sein soll. Uff. Brauchen wir Radius ist es nicht. Dafür ist es ein bisschen kurz und es fängt mit S an. Also Semi würde schon passen, aber dann fehlt noch mehr. Semi Circles. Warte mal, Semi Circle. Ah, Semi-Circle. Okay. Cool. Oder so. Wir sind fast durch. I1. Obstinate mit B. LLHE. Was heißt denn Obstinate? Das Wort kenne ich nicht mal. Obstinate. Starrsinnig. Ah, okay. Bockig. All these squares make a circle. Okay. Mit B. Ballhead. Bell Head. Also ich glaube, das kannst du gerne mal wieder machen. Nur in Deutschland hättest du sicher ein paar Zuschauer. Darum geht es gar nicht, Urkra. Wir spielen hier, weil. Und außerdem wird wahrscheinlich Bullheaded. Oh. Außerdem werden wahrscheinlich irgendwann mal eventuell auf was Deutsches dazu kommen. Und ob ich da ein paar Zuschauer mehr habe, glaube ich trotzdem nicht, weil es wahrscheinlich sowieso keinen interessieren wird. Da haben wir noch ein drei Buchstaben. Faint. Das wäre dann. Dem. Ja. So, wir haben noch zwei. K1. Rostino Luna, komm mich. Okay, das kriege ich auch noch hin. Self-centered. Ego. Center. Nein, verdammt, ich habe falsch geschrieben.
I. Hä? Egocentric. Jawohl. So, und dann, wir haben nochmal die Ameise zum Schluss. Also wir haben zweimal dasselbe Wort drin. Geile Sache. Finde ich super, dass man das, dass es unbedingt 20 Sachen wollte und dann einfach nochmal End drin hat. Ein Score von 38%. Naja, bei den vagen Hinweisen zum Teil ist das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ja, das war von Dr. Dean Bender. Und jetzt machen wir Schluss damit. Herrlich. Nummer 2858. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Serie. Und wir fangen an mit dem Mini-Wit Break Free. Das ist ein Tabletop-Videospiel für bis zu 2 Spieler. Es enthält 3 Spielvarianten, allesamt Breakout-Varianten. Die ersten beiden sind für einen Spieler und erfordern, dass der Spieler mit seinem Paddle einen Ball zum oberen Rand des Bildschirms springen lässt, um zu versuchen, alle Blöcke zu zerstören. Der Unterschied zwischen den beiden Modi ist der Schwierigkeitsgrad. Der dritte Spielmodus ist eine Version für 2 Spieler. Die Spieler prellen den Ball hin und her und versuchen, die Blöcke des anderen zu zerstören. Derjenige, der zuerst alle Steine verliert, hat das Spiel verloren. Hier sind die anderen Spiele dann noch drauf, die wir dann dazu haben. Man sieht, im Design haben sie sich nicht lumpen lassen und haben jedes Mal dasselbe Design genommen, nur mit anderen Farben. Man hätte auch alle 4 Spiele in 1 packen können, aber dann hätte man vielleicht nicht so viel Geld gemacht, falls es überhaupt viel Geld eingebracht hat, das ganze Ding. Ich muss mal schnell weg. Ja, ihr könntet da mal weiter gucken. So. Oh, ich bin rechtzeitig zum Spielerlebnis gekommen. Wunderschön. Na, sprung mal ein bisschen vor hier, bis er mal anfängt. Ach, da fängt er an.
Der Bildschirm hätte nicht größer sein können. Ich sehe, er ist genauso talentiert wie ich beim Breakout. Okay, ich weiß nicht, ob ich wirklich so schlecht wäre mit dem Ding. Aber es kommt mir schon vor, als hätte er so ein bisschen Probleme herauszufinden, wohin der Ball denn nun genau geht. Ah, jetzt hat er... Will er absichtlich verlieren? Manchmal habe ich so das Gefühl. Oh, der schnelle Modus. Da kann ich's verstehen. Aber ich meine, er ist ja schon beim einfachen Modus überfordert. Beim schweren sieht das ja noch viel schlimmer aus. Ja, das war Break Free. Nummer 2859 ist das Manyvet Dodge City Gunfight. Das ist ein spezielles Tabletop-Videospiel, bei dem zwei Spieler in einem Wild-West-Schützenschlacht gegeneinander antreten. Es gibt drei verschiedene Spielmodi. Im Allgemeinen können sich die Spieler nach links und rechts bewegen und sich neu zu positionieren und auf den Feind zu schießen, um versuchen, ihn zu treffen. Ein Wahnsinn. Nummer 2860 ist das Manyvet Sea Battle. Das ist ein spezielles Tabletop-Videospiel, bei dem zwei Spieler gegeneinander antreten. Es gibt drei verschiedene Spielmodi, die sich alle ähnlich spielen, aber einer ist schneller als der andere und der andere erlaubt es, gegen den Computer statt gegen einen anderen Spieler zu spielen. Die Steuerung erlaubt es, sich nach links und rechts zu bewegen und zu schießen. Die Spieler können ein U-Boot oder einen Zerstörer steuern und sich gegenseitig mit Torpedos bzw. Wasserbomben beschießen. Und schließlich die Nummer 2861 ist das Manyvet Space War. Das, da habe ich einmal. Dann ist hier der falsche Ding. Also es ist auch ein spezielles Tabletop-Videospiel, bei dem zwei Spieler gegeneinander antreten. Es gibt drei verschiedene Spielmodi, die sich alle ähnlich spielen. Beide Spieler steuern ein Raumschiff und verwenden die Tasten auf dem Gerät, um zu feuern und sich nach links und rechts zu bewegen. Ist da ein Fehler drin gewesen? Ja, dann könnte ich den korrigieren.
Space War. Ja, den korrigiere ich dann noch. So. Okay, das waren die Mini-Witz-Spiele. Nummer 2862 ist Missile, Anti-Missile für den Apple II. Das ist ein Spiel für zwei Spieler. Ein Spieler feuert von einem U-Boot aus eine gelenkte Atomrakete auf ein Ziel in den Vereinigten Staaten ab. Der andere Spieler feuert eine Abfangrakete ab, um zu verhindern, dass die Rakete ihr Ziel trifft. Cool. Nummer 2863 ist Missile Invader. Das ist ein spezielles Handheld-Spiel, das auf Space Invaders basiert. Der Spieler steuert eine Raketenabschussstation am unteren Rand des Bildschirms, kann sich nach links und rechts bewegen und Raketen direkt nach oben feuern. Aliens bewegen sich über den Bildschirm und ab und zu zieht ein Mutterschiff am oberen Bildschirmrand vorbei, dessen Abschuss Bonuspunkte einbringt. Eine physikalisch größere Version des Spiels wurde als Super Galaxy Invaders veröffentlicht. Und da habe ich ein Video dazu. Missile Invader from Bandai Electronics. Another really cool electronic game I've added to my collection just recently. I first learned about this game from seeing a video from my buddy Steve Benway where he talked about this game. And I just absolutely had to have one. So I went on the hunt and I did get one eventually. This is actually a pretty fun game. It's not Space Invaders per se. It's more like a mano battle between one alien creature and your ship. You do have a UFO that goes across the top you can shoot as well, like Space Invaders. And it does look like Space Invaders on the screen with your landscape at the bottom, which I really like that effect. It's pretty neat. But basically, you'll have a certain amount of shots to score as many points as possible. As you get towards the end of your shots, you'll see the score start to flash, letting you know you're almost out of missiles. So you gotta aim your missiles as best as you can and get as high a score as you possibly can. It's a very challenging game. And you gotta do within a certain amount of lives. I think it gives you 5 lives. I can't remember exactly. So you get destroyed before you actually get all your 50 missiles shot off. I like this, the design of the case. You got a little fire button here on the side. Like those Mattel, the submarine game and the tank game. That's kind of neat. Left and right, on off. Got your score display up here. A really nice looking case. I really like this case. Bandai did a pretty good job on the design on this. Of course, on the back, we have our 9-volt battery compartment, and we have a little instruction manual here. So basically, Missile Invader. Test your shooting skills with push-button firing as you position your rangefinder and aim at UFOs. The Invader can also fire back at you. You get 50 missiles to fire and score up to 245 points. You'll be working fast to avoid being bombed while firing at the quick-moving UFOs and the Invader. Yeah, it's a pretty challenging game. So, let's turn this on real quick so you see what the screen looks like. Pretty cool. You see the Vader shoots pretty darn fast. Woo, woo, shoot back. All right, enough of that. So, let's zoom in on the game screen and try to play a couple rounds and see how well I can do. Okay, I got 50 shots. Let's see how I do. Oh yeah. You definitely don't want to waste your shots. Oh, I missed UFO. Whoa. Whoa. Oh yeah. Bam. Bam. Whoa, missed me. Oh, he got me. Right when I said missed me, he got me. Oh! You can't shoot his shots either, which adds to the challenge. It's all about timing. Oh! Oh, man. I died. Only got 45 points. Man, that's a bummer. Let's try one more time. One more time. Oh! Doodle-doo. Oh, man.
is nailing me. Oh, I'm running out of shots. Uh-oh. I'm getting low on shots. Well, I shot all my shots. Only got 12 points. What a cool game. So that's Bandai's Missile Invader. Another cool electronic game from Bandai. Great thing to add to your collection if you like these old games like I do. Anyway, thanks for watching. Ja, da merkt man auch wieder, dass es halt ein japanisches Spiel ist. Das ist halt gleich wieder viel schwerer als die Nordamerika- oder europäischen Versionen. Nein, Urka, ich bin ein Schurke. Hör auf, immer alle als Schurke rauszuhauen. Das ist schrecklich. Nummer 2864 ist Missile Range für den Commodore PET. Das ist ein Artilleriespiel für zwei Spieler. Anstatt sich gegenseitig zu beschießen, feuern die Spieler abwechselnd auf eine Gruppe von Zielen. Die Spieler müssen den richtigen Winkel bestimmen, um ein Ziel zu treffen. Ich bin kein... Ich glaube, ich muss einen Druiden anfangen. Nummer 2865 ist MNP-1 für den TS-80. Das ist eine Computerimplementierung des Brettspiels Monopoly. Die Spieler gehen um das Spielbrett herum und kaufen Grundstücke, wenn sie verfügbar sind, oder zahlen Miete, wenn sie bereits einem anderen Spieler gehören. Der Gewinner ist der Spieler, der schafft, alle anderen Spieler in den Bankrott zu treiben. Die Nummer 2866, da haben wir einen neuen Computer. Es ist ein Computer, ja, es ist ein Computer. Den wir jetzt anfangen werden. Und wie ihr es ja wisst, je nach Tag bist du eine schurkische Katze, ein Agrobär oder der nette Heiler von nebenan. Ah. Oder ich habe einfach eine Persönlichkeit, wie nennt man Schizophrenie? Genau, Schizophrenie wollte ich sagen. Eine schurkische Katze, okay. Auf jeden Fall, ja, wie wir schon gesehen haben, der ZX81 ist relativ ja, einfach gehalten. Ist sogar für die Zeit, in die er rauskam, eigentlich schon veraltet. Ich meine, kein Sound, gut, die haben jetzt, Apple hat zumindest einen, der Texas Instruments hat welche Farbe, Apple II hat einen, Texas Instruments hat Farbe, dass der noch mit Schwarz-Weiß, man muss sagen natürlich, er war günstig, 50 Pfund, 80 Pfund zusammengebaut, 50 Pfund selber zusammenbauen, sehr günstig, sehr klein, wie man gesehen hat, aber puh, ist schon, ja, ich sag mal, für die Zeit schon ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu altmodisch. Aber okay. Wir können natürlich aufgrund Emulator einen Blick drauf werfen. Und er hat auch die ein oder anderen Spiele bekommen. Und das erste, was dieser ZX81 hatte, das können wir uns jetzt auch anschauen. Und zwar... Emulator... Hauen wir da die Fensteraufnahme rein, da haben wir es schon. Und dann brauchen wir nur noch das Tape. Da ist es. So, oh, musste ich nur ran? Jetzt, genau. Das ist Moll Othello. Yay, ein Othello-Spiel, wie schön.
Othello basiert auf dem Brettspiel, bei dem jeder Spieler versucht, mehr Spielsteine auf dem Brett zu haben als sein Gegner auf einem 8x8 Raster. Das Spiel beginnt damit, dass beide Spieler zwei Spielsteine in der Mitte des Bretts diagonal zueinander haben. Um einen weiteren Spielstein zu nehmen, setzt der Spieler einen Spielstein so, dass sich eine bestimmte Anzahl von gegnerischen Spielsteinen zwischen zwei Spielsteinen des Spiels befinden. Vertikal, horizontal oder diagonal. Die Farben des Gegners wird dann in die Farbe des Spielers umgewandelt und der Gegner ist an der Reihe. Das geht so lange, bis das Brett voll ist oder keine Spielsteine mehr gesetzt werden können. Ein Spieler kann entweder gegen den Computer, Spielstärke 1 bis 9, oder gegen einen anderen Spieler spielen und es besteht auch die Möglichkeit, die Startposition zu wechseln. Ja, ich würde sagen, wir machen dann, ich spiele gegen den ZX81, also 2. Und ja, dann geht's schon los. Ich bin... Was bin ich denn? Bin ich schwarz? Ich glaube, ich bin schwarz. Dann E6. Ja, ich bin schwarz. Okay. Dann nehme ich E3. Warum muss ich denn immer Enter drücken für seinen Move? Das ist doch idiotisch. Da könnte er mir alle wegnehmen, wenn ich das nicht mache. Machen wir E2, komm. Aber dann wird er jetzt wahrscheinlich F2 nehmen. Nein. Oh, okay. Auch gut. Ach ja, okay. Ich verstehe schon, warum er das jetzt gemacht hat. Das ist jetzt blöd. Wenn ich dachte ich mir schon, dass er das jetzt macht. Das war auch nicht verwunderlich. Okay. Aber ich habe da eine Idee. Genau. Aber wahrscheinlich wird er Mist versauen, indem er... Nee? Okay. Ist auch nicht verkehrt, aber... Oh, Alter. Okay.
Okay. Ach ja, okay. Ach, okay. Ja, gut, aber das ist nicht so schlimm, weil das können wir uns jetzt wieder zurückholen. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber habe ich keins. Okay. Aber ich kann es mir holen. Wenn. Nee, warte, das geht ja gar nicht. Ich kann mir das holen. Aber dann kann er das Eckstück kriegen, was nicht so toll wäre. Aber scheiß drauf. Es geht schon. Komm. Genau, dafür haben wir die da. Die ist viel besser. Jetzt sind wir sich zwar wahrscheinlich A1. Aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Wenn ich jetzt das nehme. Das nehmen ist auch blöd. Was nehmen wir denn? Da ist noch nichts. Ha. Nehmen wir das. Ah, okay.
Okay, dann. Scheiße. Ah, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Uff. Du kleine Sau, du. Okay, jetzt muss ich überlegen. Ich das nehme, das ist auch nicht gut. Ah, das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Das ist scheiße. Wenn ich das nehme, dann kann er da oben machen. Wenn ich dahin packe, kann er auch, weil er unten alles hat. Das ist nicht gut. Ach Scheiße. Nee, warte, er kann da noch nichts machen. Alter. Okay. Das war jetzt für mich gar nicht so verkehrt. Ach Scheiße. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ach du Scheiße, jetzt verliere ich das ja auch noch am Ende, wenn ich mir das so anschaue, ey. Ach ja je. Gute ist, dass ich danach wenigstens etwas bekommen kann. Aber das sieht überhaupt nicht gut aus, wenn ich mir das so anschaue. Das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, das werde ich verloren. Weil da gibt es nicht mehr viel zu holen für mich. Außer Niederlagen. Ja. Alter. Ja, das ist nicht gut gelaufen, würde ich mal behaupten. Das ist gar nicht gut gelaufen. Ja? Es hat einfach aufgehört.
Ja, okay. Aber ich hätte sowieso verloren. Vielleicht war jetzt das einfach auch, ja, du hast sowieso verloren oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nummer 2867 ist Monaco GP, ein vertikal scrollendes Rennspiel im Stil der Formel 1 mit Farbe, das erstmals 1979 für die Spielhalle veröffentlicht wurde. Davor gab es nur wenige Spiele mit farbigen Hintergründen. Super Speed Race von Taito ist eins davon. Es hat bemerkenswerte Soundeffekte, zum Beispiel die Fanfare zum Start des Rennens, Motoren kollidieren und so weiter. Die Strecke hat einen sich verengenden, verbreitenden visuellen Effekt und einen Nachtfahrmodus, bei dem die Scheinwerfer der Autos eingeschaltet sind. Ich glaube, das ist das erste Spiel, das tatsächlich sowas hat, also mit den Scheinwerfern. Das Spiel gibt es leider nicht emuliert, aber wir haben mal seit langer Zeit mal wieder ein Video von jemandem, der die Version auf Arcade spielen kann. On this video of Doug's Home Arcade showcasing my Sega Monaco GP Cabriolet video game. This was a game that came out in 1979. And I remember seeing this game in the sit-down version for the very first time in a mall. And there was a line of people waiting to play this game. It was... At the time, the graphics were really good, and it had color, and it was just a very realistic driving game compared to what was out prior to this. And it was a pretty popular game, played it at a lot of arcades, pretty much everyone had the sit-down version, that was more common. And I liked the sit-down because it had the tachometer that actually worked. And the rear speaker and the front speaker, so it kind of had the stereo type sound going on, so that was pretty cool. So I ran into this particular machine in 1989. It's actually the second video game I ever bought, and it's actually the second game, arcade game I ever bought, and I almost paid pretty much nothing for this thing, and it is pretty much how you see it today. The only difference was that it had somewhat of the side art was still left of it, but most of it was gone, so you couldn't buy that at the time, and I don't think you still can, I haven't looked, and I just wind up stripping the decals off and just spraying the whole cabinet black. And the game has pretty much been working all this time. I've gone through a couple soundboards, and even the soundboard that I have right now, it's missing the explosion sound, and there's a little bit of a graphic problem when the headlights turn on, but other than that, everything else is still working pretty good on it, and gets played a lot. Actually, it's a very good picture. The video right now is showing a line through, but that's just from the camera. So yeah, pretty much when everyone comes over and plays games, this is one that always gets played, especially with the kids. It's just right size for them, and very fun to play. It's a game that still holds up, still a pretty fun machine. Alright, so we're going to go ahead and pause for a moment, and we'll get a game started so you can see it in action. So it's a time game, I get 89 seconds to get pretty much as far as I can get, and you can also win extra cars to extend your time on it, and there's also, you can get some bonus extra time as well. So you can crash as much as you want right now, but you're just going to lose some time.
Der hat's aber eindeutig drauf, muss man sagen, ey. Ich weiß zwar nicht, was Feuerwehrautos auf der Strecke zu suchen haben. Alter, allein diese kurzen Nachbarszenen, wo du nichts siehst, außer das Auto, das gerade vor dir fährt, das ist ja... Aber man muss ja auch hier wieder sagen, es ist von Sega. Japanisch. Ist nicht einfach. Man sieht ja auch, dass das Spiel auch mit zunehmender Dauer immer schwieriger wird, weil dann wirklich die Straße immer mal wieder weiter sehr stark verengt. Und jetzt eben auch die Feuerwehrautos dabei sind. Ja, das war's. Ganz schön lang durchgehalten. Puh, ich würde das niemals schaffen. Aber wirklich niemals schaffen. Nummer 2868 ist für all die Nintendo-Fans da draußen. Auch sie haben wieder ein Spiel rausgebracht im Jahre 1979. Für Arcade-Maschinen. Research Development 1. Die jetzt ziemlich berühmten Nintendo-Entwickler, so gesehen. Und was wir hier haben, dürfte normalerweise... Na? Da ist es ja. Ja, Nintendo scheint es mit Affen zu haben. Das ist Monkey Magic. Monkey Magic ist ein Nintendo Arcade-Spiel, ähnlich wie Breakout. Zieht es mit dem Pedal und einem springenden Ball ein riesiges Affengesicht oben auf dem Bildschirm zu zerstören. Wenn du es an verschiedenen Stellen triffst, erhältst du unterschiedliche Punkte. Manchmal fällt ein Block herunter und wenn du ihn abfängst, bekommst du extra Punkte. Wenn der Ball am Paddel vorbeifällt, verlierst du ein Leben. Also ja, bevor Donkey Kong gab's Monkey Magic. Und ja, die Sache ist die, man muss diese Dinger hier treffen, die dann nach oben gehen, Schritt für Schritt und also ich selber kann nichts zerstören, ich muss das anscheinend über die Dinger machen und das Problem ist auch hier schon wieder, dass man die Reaktionszeit echt nicht am Anfang echt schwierig ist. Wie man sieht, okay. Jetzt musste ich quasi wahrscheinlich, ja, okay. Jetzt muss ich quasi hier reintreffen. Jetzt geht das quasi. Okay. Ah, ja, jawohl. Was ist das? Was ist? Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich treffe ihn irgendwie und
Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache, ehrlich gesagt. Scheiße. Na toll. Also irgendwie. Ich glaube, diese Männchen sind meine Zeit, die ich habe, um irgendwie zu treffen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Ja, da lacht er mich aus. Game over. Ich habe, glaube ich, nur noch ein Ding gehabt, dann hätte ich es geschafft. Machen wir mal nochmal. Leider gibt es keine Musik. Musik in dem Spiel. Der Sound ist unemuliert. Das ist halt mit diesen Harpunen da zu arbeiten, ist echt schrecklich. Okay, ich habe es wieder geschafft. Jetzt müssen wir ihm die Zähne ausschlagen. Das ist auch nicht gerade einfach, wenn man da an die Seiten ran muss. Jetzt habe ich es geschafft. Naja. Ja. Auch hier wieder japanisches Spiel. Es muss natürlich schwer sein. Also für jemanden wie mich zumindest. Na, was war das denn? Come on. Kann es eigentlich schon wieder vergessen, weil mit einem Leben und ich habe es noch nicht mal geschafft, ihn außer Gefecht zu setzen. Ah. Ach, komm schon. Der erste Playthrough war der beste. Cool. Ich finde auch immer geil, wie unkontrolliert dann der Ball wird, wenn du das Teil triffst. Das ist auch. Ah, zwei getroffen. Oh! Fuck, Mann. Der Ball wird auch mal schneller, mal langsamer. Das. Mann, jetzt! Geh doch mal in diese Scheißlücke rein. Oh mein Gott, ist das ein Scheißdreck! Jetzt mach hinne, ich will weitermachen. Gott, ich hätte. Ich bin echt froh, dass ich nicht zur Arcade-Zeit gelebt habe, oder beziehungsweise nicht in Amerika gelebt habe. Der einzige Arcade-Automat, den ich, glaube ich, jemals gesehen oder sogar gespielt habe, war bei einem Hallenbad bei uns im Foyer stand einer. Ich weiß, dass das war auf jeden Fall ein Rennspiel. Ich weiß leider nicht mehr welches. Ich bin mal gespannt, ob ich das auch noch finden werde. Oder nicht. Ich denke mal, wenn ich sehe, dann kann ich mich wieder daran erinnern, ob das war. Sehe ich das richtig, dass du mehr Leben hast, je nachdem, welchen Pfeil du hochjagst?
Nee, ich glaube, da kriege ich eher die Punkte, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass das mit dem Leben zusammenhängt. Alter, das ist so eine Scheiße. Danke, Nintendo, für so ein wundervolles Spiel. Komm, triff ihn! Jawohl! Okay. So. Oh, jetzt ist die. Oh, okay. Das hilft mir sogar aktuell. Oh, das ist wieder weg. Vielleicht. Oh. Ich hab ihn doch. Ich glaube, ich hab's. Nee, ach, jetzt geht's oben noch weiter. Echt? Jetzt ist es dein Ernst? Okay. Oh, fuck. Oh, warum landest du jetzt direkt auf dem Ding, ey? Okay. Oh. Okay, das ist gut. Ach, das ist schlecht. Gott, der Ball wird mal schneller, mal langsamer, dann. Oh Gott! Es hat irgendwie was mit den Augen, glaube ich, zu tun oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, es hat mit den Augen zu tun. Oh! Nein! Boah, was? Okay, komm schon. Ach, nicht. Nein. Gott, den Ball zu sehen mit dem Grün ist echt schrecklich. Nein, triff es doch. Ah. Nein! Der ist einfach nach unten geflogen. Ah, ich hab noch einen Ball. Okay. Ja, ich hab's getroffen. Und jetzt? Oh, jetzt. Boah, Alter! Okay, es geht wieder vorne los und jetzt sind irgendwie so rote Dinger. Okay. Aber man sieht dann, es wird wieder schwieriger, weil dann irgendwie so rote Dinger auftauchen, die dich wahrscheinlich auch noch abblocken. Also, aber. Ich habe mein Ziel vollends erreicht, was ich erreichen wollte. Alles andere ist okay. Es ist ein Affe mit einer roten Kappe. Ob das wohl irgendwie ein Vermerk auf spätere Spiele von Nintendo sind, ich wage es zu bezweifeln. Aber wer weiß das schon, bei Nintendo kann man sich nie sicher sein. Auf jeden Fall hat es ein paar Phasen. Ich meine, es lockert das ursprüngliche Breakout-Spiel auf jeden Fall auf. Es hat Ideen, aber es ist halt auch wieder schwer. Wie es halt aus Japan gewohnt ist, sozusagen. Okay. Nummer 2869 ist Monopoly für den TRS-80. Das ist eine Computerumsetzung des klassischen Brettspiels. Die Spieler würfeln abwechselnd und bewegen sich auf dem Brett. Dort, an dem sie landen, bestimmt ihre Möglichkeiten. Sie haben die Möglichkeit, Immobilien zu kaufen, Miete zu zahlen oder eine Zufallskarte zu ziehen. Die Spieler beginnen mit einer anfänglichen Geldsumme, die sie in Immobilien investieren können, mit dem Ziel, alle anderen Spieler in den Bankrott zu treiben und ein Monopol auf dem Spielbrett zu bilden. Ist Monopoly 1979, 78 irgendwann rausgekommen? Weil die Spiele kamen erst um die Jahre rum. Lass mal kurz gucken, wann Monopoly denn das erste Mal überhaupt da war. Monopoly-Spiel, wann ist das denn erschienen? Oh, das ist 1935 erschienen. Ja, ist ein bisschen älter. Vielleicht waren die PCs auch dann erst in der Lage, ein Monopoly zu machen oder so. Keine Ahnung. Ich dachte, das ist gar nicht. Das ist schon so alt, das wusste ich jetzt auch nicht. Naja, egal. Nummer 2870 ist Moon Alpha. In dem steuert der Spieler eine dreistufige Rakete, wobei jede Stufe als ein Leben gezählt wird.
Der Spieler muss die Formation von Außerirdischen abwehren, die aus dem großen UFO kommen, wobei er sowohl nach vorne als auch zur Seite feuern kann. Gelingt es dem Spieler, eine ganze Formation von Außerirdischen auszuschalten, steigt die nächste Stufe der Rakete vom unteren Bildschirmrand auf und dockt an den Spieler an, wodurch sich ihre Feuerkraft verdoppelt. Wenn alle drei Stufen der Rakete zerstört sind, ist das Spiel vorbei. Nummer 2871 ist Moonraker. Ein Weltraumshooter, schießen sie UFOs und Raketen ab, die von oben und unten auf den Bildschirm kommen. Da habe ich sogar ein Video dazu. Und das ist dann auch wieder eine Version von Space Invaders, aber tatsächlich schwieriger, weil eben auch von unten Gegner kommen und man die von unten auch abschießen muss. Dafür kann man sich aber auch frei auf dem Bildschirm bewegen. Und ist nicht unten gefesselt, quasi. Die letzten zwei Gegner scheinen mir aber sehr hartnäckig zu sein. Oder muss er sie... Ah, er hat sie nur nicht getroffen. Die Schüsse gehen anscheinend nicht so weit, so wie das aussieht. Das hat er ein Upgrade bekommen. Das hat schon was von diesen ganzen Bullet-Hell-Shootern so ein bisschen inzwischen. Also ich meine, am Anfang sieht es auch ein bisschen wie Bullet-Hell aus, wenn da alle Schiffe gleichzeitig feuern. Also man merkt schon, dass sich aus dem ganzen Space Invaders schon so mehr oder weniger schon so ein bisschen diese Bullet-Hell-Shooter tatsächlich schon ein bisschen rauskristallisieren in dem Jahr. Und ich meine, Space Invaders ist erst ein Jahr alt. Nee, warte. Doch, ist ein Jahr alt ungefähr. Dürfte hinkommen, wenn es nicht noch im selben Jahr... Nee, ist mal letztes Jahr. 78, glaube ich. Oder Ende? Ach, ich weiß es nicht mehr. Egal. Nummer 2872 ist dann Moon Tracker. Das waren übrigens alles drei von einem. Moon Tracker ist ein Ego-Shooter, in dem der Spieler Raumschiffe abschießt, die wie die X-Wings aus Star Wars und die Enterprise aus Star Trek aussehen. Also da hat man sich gleich zwei Lizenzen bedingt, mit Sicherheit ohne Lizenzen zu zahlen. Die Schiffe haben verschiedene Farben und sind unterschiedlich viele Punkte wert. Der Spieler muss das Ziel anvisieren und darauf achten, dass die Laser nicht überhitzen. Münzen, die in die Maschine gesteckt werden, geben Treibstoff, der bestimmt, wie lange der Spieler spielen kann. Das Spiel wurde sowohl als aufrechtes Arcade-Kabinett als auch in einer Version mit Projektorbildschirm veröffentlicht. Nummer 2873 ist More Basic Computer Games. Das ist eine Fortsetzung von Basic Computer Games und enthält 84 neue Programme in der Sprache Basic als Buch zum selber schreiben. Wie schön. Viele davon kennen wir schon oder wurden zumindest nicht irgendwie noch großartig verwendet. Deshalb, ich werde jetzt nicht alle 84 aufzählen, weil mit den Namen werdet ihr wahrscheinlich sowieso wenig anfangen können. Ja, ich würde mal sagen, wir haben die 2 Stunden überschritten. Das ist eigentlich ein guter Punkt, um aufzuhören für heute. Hat heute sehr gut funktioniert, würde ich mal sagen. Dann jetzt noch 3 Stunden WoW spielen. Nee, 3 Stunden werde ich nicht schaffen, aber ich werde vielleicht jetzt dann ein bisschen reingucken. Ein bisschen spielen schon noch. Aber 3 Stunden werde ich es nicht machen. So. Oh.
Und ja, morgen werden wir wahrscheinlich auch einen Stream haben. Ist zumindest geplant. Und ja, mir bleibt dann nur noch wieder zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Freut mich, dass vor allen Dingen Urkra wieder heute mal sehr aktiv dabei war. Und ja, mal schauen, was uns so das nächste Mal erwartet. Deshalb sage ich es noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!